Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Ich bin gerade wieder hier runtergelaufen und mittlerweile ist hier aber ein Loch. Keine Ahnung warum. Und das ist die Truhe, die uns getötet hat. Woran erkenne ich, dass du eine böse Truhe bist? Hast du irgendwie Zähne? Hast du irgendwie eine Markierung? Eventuell die Kette. Ich glaube, die war rund, oder? Markieren kann ich sie auch nicht. Man kann theoretisch draufschlagen, bevor man sie öffnet. Oder? Hör auf mit dem Scheiß. Oh Gott, ich will dich fressen. Nein. Oh, jetzt bist du tot. Blitzspeer. Dreckiges Objekt. Blitzspeer, auch nicht schlecht. Aber kein Attributbonus. Schade. Ich weiß ja nicht, ob ich mit diesem Fahrstuhl fahren will. Der sieht so blutig aus. Ich würde gerne hier lang gehen. Erstmal schauen wir hier vorbei. Dann holen wir uns den Loot. Und dann nehmen wir den Fahrstuhl. Goldener Schlangenring. Mhm. Geht's da noch weiter? Ich will das eigentlich nicht riskieren. Goldener Schlangenring. Erhöht Chance, Gegenstände aufzufinden. Okay. Nehme ich. Go, go, Power Rangers. Wenn da jetzt nichts ist, ne, dann kotze ich. Scheiße. Nein. Oh. Dreckige Scheiße. Also was ich noch gesehen habe, ist, dass da oben Blut war. Okay, wir müssen den Fahrstuhl nehmen. Ich denke nicht, dass ich da hochrennen kann. Da war einfach scheiße nix. Okay, gehen wir in diesen tödlichen Fahrstuhl. Ich bin so tot. Ich sehe, warum das so blutig ist. Okay, da geht's zu der Steinschleuder. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Was ist denn da? Abkürzung vielleicht? Bitte Stein, sei so gnädig und komm nicht in diese Richtung. Ja, und du? Da geht's dahin. Da geht's in den Tod. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Aber gut. Drücken wir das Ganze mal an die Seite zuerst. Ich glaube, da ist nämlich die schlafende Schlange. Ja. Oh, der ist da durchgeschossen. Liebe Schlange, schlafende Schlange, stirbst du auch? Er ist am Sterben, wir warten, bis er tot ist, ne? Also, so viel Zeit habe ich. Geht doch. So, jetzt drehen wir das Ding wieder um, dass es ins Nichts geht. Oh, da ist noch ein Weg. So, und dann gehen wir hier entlang. Ich bin doch nicht blöd.
Hier dürfte es weitergehen, ja? Dann gehen wir zuerst zur schlafenden Schlange. Und wir hoffen einfach mal, dass sich der Stein nicht entschließt, in eine andere Richtung zu fahren. Tut er es schon? Nein. Wieso bin ich nicht am Anfang hier gleich hochgelaufen? Achso. Das erklärt einiges. Na gut, wir haben Loot freigespielt und irgendeinen Typen im Käfig. Und vielleicht eine Abkürzung? Auch der Tod. Cool. Okay, na gut, Mr. Magic Man. You seem quite lucid. A rare thing in these times. I am Logan. I'm a bit cooped up, as you can see. I have a bright idea. Suppose you set me free. I'm old and empty-handed, but I could repay you with knowledge and sorcery. This place is melting my mind. The inactivity is repressive. Okay. Hau rein. Sei frei. Ich habe einen Generalschlüssel, ich bin cool. Oh heavens. Thank you. I'm saved. And I'd love to resume my travels. But I must log a few things first. And I owe you a favor. I will return to Farling Shrine. Speak with me there. So that I may impart my sorcery. Okay. Das werde ich tun. Jetzt muss ich den ganzen Weg aber da wieder hinlaufen, ne? Was soll ich mit meinem Kollegen da unten? Er ist weg. Und da ist Loot. Lieber Stein, sei so gnädig und komm nicht wieder. Schottel. Schottel, Schottel. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Schottel. E und C. Du bist jetzt nicht wieder hier, oder Stein? Okay. Ich habe Angst, dass er wieder hier ist. Ich will nicht, dass er wieder hier ist. Guck mal, eine Schlange ist darunter gefallen. Lustig. Also, das hatte ich nämlich, als ich gestorben bin, bin ich hier nochmal hochgelaufen und dann hat er sich umgedreht und hat mich überrollt. Weil ich dachte, er ist hier eigentlich nicht mehr. War er aber. Und da habe ich mal halt mein Loot nicht wiederbekommen. Was ich echt kacke fand. Ernsthaft. Das meine ich. Ich weiß nicht, wer das umdreht. Achso, da ist ein Gegner. Ich wünsche dir viel Spaß da. Oh, ich habe vergessen zu laufen. Oh, ich bin so tot. Okay, gehen wir in den blutigen Fahrstuhl rein. Da habe ich Spaß. Und ich bekomme irgendwie auch keine Seelen mehr für ein Level-Up zusammen, ey. Echt schlimm. Ich werde irgendwann wahrscheinlich so eine Sammelphase machen, wo ich dann ein bisschen, ja, Erfahrung sammel. Einfach um voranzukommen. Lieber Stein, würdest du bitte in eine andere Richtung rollen? Mein Schild sieht voll cool aus hier im roten Licht. Okay, hoffen wir einfach mal, dass er auf mich hört. Ach, da ist ein Loch in der Wand.
Wo führst du mich denn hin? Hier geht's hoch. Schwarzer Zaubererhut und so weiter. Zauberei Stille. Ich will aber kein Zauberer sein. Ich will Krieger sein. Wir öffnen diese Tür, damit wir zurückkommen. So, ja, perfekt. Und gehen ins andere Loch nochmal rein. Denn der Zero mag Löcher. Er geht gerne in Löcher rein. Wo genau bin ich hier und warum sollte ich hier sein wollen? Ich will aber nicht hier sein. Ich würde aber gerne schon herausfinden, was da ist. Ich renne weiter. Ist mir egal. Da geht's runter, ich komme nicht mehr hoch. Vielleicht sehen wir ja gleich, wo es da lang gehen könnte, damit es sich lohnt, dahin zu gehen. Weil, wenn da, ganz ehrlich, wenn da einfach nur der Tod lauert und wir wissen, dieses Spiel ist von Trollen erstellt worden, dann gehe ich da doch nicht hin. Bin doch nicht wahnsinnig. Oh Gott, ich hab's vergessen. Oh, ich bin glücklich. So, ja, das habe ich mir gedacht, dass wir von hier aus einen Einblick haben. Hallo da unten. Okay, gehen wir erstmal weiter. Oh. Da wäre tatsächlich Loot. Ist hier ein Gegner, der pissig auf mich ist? Ja. Ich mag es nicht, in so engen Räumen zu kämpfen, weißt du das? Magier-Tusse. Hier geht's runter. Geht's hier auch irgendwo rauf? Ah, super. Aha, den Move habe ich gelernt. Oh, fuck. Wieso bist du halt tot? Große Scherbe 2. Auch ein Bonfire. Wenn ich ein Bonfire habe, gehe ich darunter, aber so nicht, Leute. So nicht. So schon mal gar nicht. Ich höre Schritte. Ernsthaft? Ich will hier nicht sterben. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich will hier nicht sterben. Ich hätte sie vielleicht von da unten aus treffen können. Mir würde reichen, wenn ich dir in den Fuß schießen könnte und du mich nicht treffen könntest. Okay, so trifft sie mich nicht. Kann ihr in den Fuß schießen. Mehr will ich nicht. Hör auf dich zu bewegen. Okay, sie kann mich gar nicht mehr treffen. Lappen. Ich hab nicht mehr viele Pfeile. Aber sie ist tot. Warum muss das hier so eng sein? Und warum ist die Steuerung gerade so kacke gewesen? Kann ich da nicht einfach rüberspringen und bin frei? Muss durch zwei hindurch. Gib mir eine Bonfire, please. Mmh.
geht's wieder runter, okay. Nee, hier kann doch noch kein Boss kommen, oder? Bist du ein Boss? Ich wusste, dass der irgendeine Scheiße macht. Oh, fuck, jetzt muss ich hier durchrennen und gucken, dass ich ein Bonfire finde. Scheiß auf den Loot. Der Loot ist es nicht wert zu sterben. Du musst doch irgendwo ein Bonfire in der Nähe sein, das kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, da ist irgendwo ein Weg. Kann man dich leicht töten? So. Mr. Steineschmeißer ist schon mal weg. So, und wir hatten da eine Tür genau unter uns. Eventuell dahin? Holy shit! Ich habe aber das Bonfire entdeckt. Warst du nicht der Steineschmeißer? Ich dachte, ich bin in Sicherheit. Meine Fresse. Okay, wir haben das Bonfire. Ich kann jetzt darunter gehen und erkunden. Waffe verstärken will ich gar nicht, ne? Aufsteigen hätte ich gerne. Aufsteigen. Oh, 10.000. Okay, erkunden wir den unteren Bereich da. Haben hier wahrscheinlich noch irgendwo gleich die Hexe? Können wir hier runterschubsen? Oder sie kommt direkt zu mir, das geht natürlich auch. Hallo, Mrs. Witch. Keine Ahnung, was du davor hattest, aber ich war da nicht. Okay, jetzt fühle ich mich sicher und stark. Stark genug, um da runter zu gehen. Und um die restlichen Loot einzusammeln. Ich meine, verliere ich halt die 9000, ganz ehrlich. Huch. Ich vergaß, da war ja was. Sprungangriff! Das war mir ein bisschen zu close. Aber was tut man nicht alles fürs liebe Geld? So. Der Steinschmeißer. Du gehst doch in die richtige Richtung. Ich hätte mich fast selber umgebracht damit, aber naja. So. Das zu dir. Springen wir jetzt hier runter. Und gucken, was wir hier anfangen können mit dem ganzen Zeug. Gottes Willen, fast runtergefallen. Wir sind jetzt genau hinter ihm. Der Sprung ist aber zu hoch. Der ist mir eindeutig zu hoch. Hey, du. Ich weiß jetzt, wo ich bin. Was war das? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Scheiße. Irgendwas Ruhende, irgendwas? Was ist ein Schwert? War das ein Schild?
Ich weiß nicht, was es war. War das ein Ring? Wappenring ruhender Drache. Träger verursacht keine Geräusche. Okay. Aber brauche ich dies? Glaub nicht. Ich bin hier ziemlich am Anfang. Hier ist dieser komische Tölpel. Ich könnte versuchen, hier runter zu klettern und dann auf ihn raufzuspringen, was der sichere Tod wäre. Ich könnte einen Heimkehrknochen benutzen. Ich könnte aber auch zurück und Pfeile holen. Ja, das hat keinen Sinn, komm. Heimkehrknochen. Ich bin glücklich, ich habe meinen Loot, den da unten, den lasse ich jetzt in Ruhe. Ich meine, der hat da bestimmt nichts. Ich bin erstmal froh, dass ich hier im Sens Festung bin. In der richtig fette Festung. So, wo ging es nochmal lang? Hier. Mr. Dicky lebt wahrscheinlich wieder, ja. Dann gehen wir mal hier entlang, ganz entspannt. Lass uns mal nicht stressen von dem Steinewerfer. Oh, hi! Die kenne ich doch, oder? Hat mich das Vergnügen am Anfang? Okay. Kleine Scherbe. Aufgespießt. Du lebst noch? Der Sprungangriff ist besser als das. So. Da, seht ihr? Da. Die Kette ist rund. Flammensteinplattenring. Kleine Scherbe. Oh, cool. Kann man kleine Scherben farben. Verstärkt Feuerverteidigung. Okay. Da oben ist auch noch irgendwas, da habe ich es leuchten sehen. Ich meine, ich bin jetzt mutig, ich habe jetzt hier mein Ding ins Kirchen und mehr will ich gar nicht. Wie kommt man da hin? Okay, vielleicht sollte ich erstmal darüber und irgendwie, keine Ahnung, die Konstruktion kaputt machen. Ich weiß es nicht, wie ich auf... Oh Gott, hier will ich nicht sein. Wie ich aufhalten kann, dass er Steine wirft. Wirf mal einen Stein. Danke für den Loot. So, was haben wir denn da? Ach, noch so ein Diggi. Und noch ein Bogenschützen. Gut, dann ich... Ich könnte mich an die Digi ranschleichen, aber dann mit meinem Schleichring. Währenddessen hinter mir die fetten Explosionen sind. Ich schleiche. Na, 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 na. Du kriegst jetzt voll aufs Maul und dann krieg ich auch aufs Maul von dir. Oh, cool. Au. Oh. War klar, dass das passiert. Und du hast gar nicht so viel Leben. Komm, schlag zu. Schlagsahne! Ich hoffe, du warst einmalig. Wie beim letzten Mal auch. Ich bin ganz leise. Bin ich eigentlich ganz cool. Aber natürlich Gegenstände finden, finde ich eigentlich noch ein bisschen geiler, muss ich sagen. Außerdem hat das so mehr Feeling. Ich mag deine Rüstung. Die ähnelt meiner. Kriege ich ein Stück davon? Rikards Degen. War das Rikard? Sollte das ein schwerer Gegner sein?
B auf Geschick. Du bist eine nette Truhe. Göttlicher Segen. Du bist auch eine nette Truhe. Zwei nette Truhen nebeneinander. Seltener Ring der Opferung. Ja gut. So toll war der Loot jetzt hier auch nicht. Wobei ich gerne gucken würde, was göttliche Segnung ist. Vollständige Regeneration der Statuswerte. Das heißt nochmal kurz heilen. Sinnlos. Ja gut, so viel dazu. Dann klettern wir mal hoch. Gucken einfach mal weiter. Aber Freunde, ich sehe gerade, wir sind außerhalb unserer Sendungszeiten angelangt. Wir sehen uns morgen, Montag an dieser Stelle wieder zu einer neuen Folge. Und dann gucken wir, dass wir den Riesen finden. Ich meine, ich habe ihn schon mit Pfeil und Bogen bestückt, aber es hat anscheinend nicht gereicht, um diesen Steinstock aufzuhalten. Wir werden sehen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.